So, bonjour und willkommen zurück bei Kepler's. Wir machen weiter unsere Erkundungstour. Ich muss leider diesen Hund töten. Hallo? Hallo? Okay, ich glaube... Oh Gott. Ein Sammelgegenstand erhalten? Entdeckung und Erfolge. Kepler's? Portalschlüssel? Zombie-Hundezahn stark abgenagt. Aha. Schön. Haben wir. So, wir sammeln weitere Ressourcen. Sind ja noch ganz am Anfang, ne? Von daher alles easy. So, ein bisschen Eisenerz. Holz muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen sammeln. Wir gehen einfach mal nach Süden. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Vor ihm habe ich ein bisschen Angst hier. Ich weiß nicht, wer oder was er ist. Oh, ich muss dahin. So Pilze. Was denn jetzt? Vier Pilze. Oh ja, guck mal, hier haben wir richtig Eisen hinten drin. Kleiner Witz. So, sind wir aber schnell angekommen. Da oben müssen wir dann auch nochmal hin. Oh, da sind Gegner. Oh, ihr habt aber sehr viel Holz hier liegen. Hallo? Keine Angst, ich will nur ein bisschen Holz sammeln. Sind die freundlich? Hallo? Nee, der ist nicht freundlich. Okay, der macht aber auch keinen Schaden. Okay, dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen Holz. Der wird doch nicht einfach so hier rumlaufen, oder? Hat er nicht eine Heimatbasis? Obviously not. Aber, oh, schön. Das nehme ich doch sehr, sehr gerne mit. Da hinten haben wir nochmal Fettpilze. Die holen wir uns dann auch... Na, obwohl, da ist irgendein Viech in der Nähe. Mal gucken, ob ich das vielleicht doch lasse. So, da haben wir da auch nochmal Pilze. Wollen uns gar nicht aus dem Fenster lehnen. Oh Gott, was ist das hier? Ach du Scheiße. Oh, ich erinnere mich an diese Ratten. Gib mal hier im Portal. Scheiße. Oh nein, oh Gott, habe ich mir erschrocken. Diese Dingswurmwurst habe ich überhaupt nicht gesehen. Alter, aber... Ich verjagt gerade. Hau ab. Sehr gut. Ja, wenn man ungefähr weiß, wie die funktionieren. Also nicht funktionieren, sondern wie die agieren. Einen Sammelgegenstand erhalten. Wieso kann ich das nicht aktivieren hier? Scheiße. Ich will dieses Portal aktivieren. Warum geht denn das nicht? Da ist eine Kiste, da muss ich unbedingt hin. Ich hoffe, diese Ratte lässt mich in Ruhe. Oh, Patrone, Patrone, Platine, noch mehr Patronen, Platine, AGI-Tank. Oh, oh, die Ratte hat mich gesehen. Scheiße, ich muss mal gucken, ob ich die Ratte... Oh Gott, oh Gott. Ich blute. Aber ich... Ah, schade. Ich habe gedacht, die Ratte bringt mir ein bisschen was an Fellen. Oh, what? Ein Pilz bringt mir eins? Okay, das ist nicht viel. Wieso kann ich das Portal nicht aktivieren? Wo geht denn das nicht? Ist doch scheiße. Okay, haben wir aber gesammelt. Und ich kann hier irgendwas Genmanipuliertes machen. Deine Verteidigung ist um 20% erhöht, senkt... Bei einem Treffer, Fernkampfschaden erhöht sich um 10. Ja, wir machen das hier auf jeden Fall. Oh Gott, da muss man ja überlegen, wie man das am besten macht. Ich habe das jetzt einfach mal gesetzt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Alter, was bist du denn für ein Fluffy? Hau weg! Hau weg!
bin irgendwie super stark gerade, ne? Ach, weil ich Pilz hab. Bin aufgeregt. Alter, shit. Hallo? Bist du freundlich? Alle Kuku-Bänke enthalten die gleichen Gegner, egal welchen du benutzt. Es. Kuku-Bank, aha. Das ist wie so eine Art laufender Tresor, oder wie? Mann, Alter, hier sind überall diese Ratten. Da ist ein Bär. Oh, wow. Fuck, Alter, hier ist aber viel los. Da ist auch noch ein Bär. Ich muss mal ein bisschen was zu essen sammeln. So, was muss ich eigentlich noch machen? Stelle eine Angelrute her. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich Dings herkriege. Benutze Asche, um eine Heilsalbe herzustellen. Okay, ich muss doch noch mal ganz kurz einen Baum anzünden. Geht das? Okay, jetzt. Oh, sehr gut. Okay, es brennt auf jeden Fall. Das ist schön. Also nicht für die Umwelt, aber für mich. Ganz ehrlich, die kann ich auch noch mal kurz fällen. Weil dann kann ich mir zu Hause noch mal ein paar mehr Apfelbäume anbauen. Zack. Ich weiß nicht, ob man brennen kann. Ich will es ehrlich gesagt nicht testen. Ja, man kann brennen. Super. Habe ich jetzt Asche verloren? Oh Gott, ich brenne. Okay, haben wir. Irgendwas ist neu. Achso, ja, hier die ganzen Sachen. So, wie weit sind wir denn von zu Hause weg? Naja, okay, hier oben ist auf jeden Fall noch ein Haus. Wenn ich der Karte trauen darf. Muss ich unbedingt mal ein bisschen heilen. Ach, hier ist die Bärenhöhle. Okay, die Bärenhöhle lassen wir mal ein bisschen aus. Da haben wir noch mal ein paar Ratten. Ah, shit, Alter. Gib mir, hier sind zwei Kisten drin. Oh, shit. Oh. Oh, Wolle. Sehr gut. Also, wir wissen, wo wir Wolle herkriegen. Ja, ja, ich muss mich heilen. 60. Okay. Oh, da oben sind Gegner. So, hier machen wir den einfachen Weg. So, noch ein bisschen Gras und Dings. Der Rest ist mir erstmal egal. So, hallo, meine Freunde. Oh, der ist ein Fernschütze. Fernschütze, Fernkämpfer. Das ist eigentlich nicht das, was ich gern hätte. Aber das hätte ich gerne. Und das hätte ich auch gerne. Sehr schön. Da müssen wir leider nochmal rein. Da kommen wir nicht drum herum. Unsere Spitzhacke ist gleich kaputt. Nein, das ist Eis. Oder Schnee. Oh, ich hab gedacht, das wäre Eisen. Shit. Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Wie kann ich denn eigentlich die reparieren? Den zum Angreifen? Ne, ich würde die gerne reparieren. Man kann die auf jeden Fall reparieren, oder? So, wir stellen erstmal eine Heilsalbe her. Dann haben wir nämlich hier eins wieder abgearbeitet. So, wo ist die? Ach, hier. Plus Gesundheit. Okay, die sind natürlich sehr krass. Ich versuche mal die Bandagen erstmal ein bisschen zu behalten. So, haben wir. Stelle eine Angelrute her, das wird immer noch nichts. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Steinaxt, Steinspitzhacke. Haben wir. Holzbogen. Fernkampf. Stelle einen Schmelzofen an einer simplen Werkbank her. Ja, wir haben ja einen gefunden. Guck mal hier, simple Eisenwerkbank. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Schutzeinrichtungswerkbank. Okay, das müssen wir uns mal angucken, wenn es dunkel wird. Okay, hier sind wir auf jeden Fall wieder am Startpunkt. Basis. Wieder Einstiegsort.
Ich gucke mich mal ein bisschen hier oben um. Sieht man eigentlich eine Uhrzeit? 5 p.m. Okay, also es wird langsam jetzt wieder dunkel. Essen muss ich auf jeden Fall mir langsam kochen. Alter, scheiße. An die Viecher kann ich mich auch erinnern. Schießen doch bestimmt auch, oder? Ja. Hallo? Oh, die schießen aber deutlich schneller als die anderen. Okay, das warte ich nochmal kurz ab. Bis ich ein bisschen besser ausgerüstet bin. Oh, okay. Sorry, Spitzhacken, Achim. Komm mal her. Dich muss ich mal leider töten. Weil das würde ich gerne noch mitnehmen. So, wie kann ich dich reparieren? Geht das? Ich meine, dass das irgendwie ging, dass man Sachen reparieren konnte. Ich weiß es gerade nicht. Naja, egal. Wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer Heimatbasis. Ja, das Portal. Das können wir vielleicht auch nochmal machen dann. Obwohl, das können wir auch jetzt machen. Wir gehen mal ganz... Nee, ich muss was essen. Wir gehen mal ganz kurz nach Hause. Gucken wir, ob wir irgendwas Produktives herstellen können an Essen. Ich muss nach links, ne? Ja, ich muss extrem nach links. Ja, hier ist unsere kleine neue Waldallee und hier ist unser Häuschen. So. Okay, warte mal. Widerliche Organe. Achso, das ist Brennstoff? What? Ach, seltsames Gericht. Okay, Monsterfleisch. Okay, können wir einmal herstellen. Platziere im Brennofen. Okay. So, einmal was hergestellt. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Enthält 3 Mutationseffekte. Bewegungstempo ist erhöht. Angriff steigt um 3, Verteidigung steigt um 6, aber Hungerrat um 10 erhöht. Naja, okay, aber dafür haben wir ein bisschen was gesammelt. Was sollen wir herstellen? Achso, halt, warte mal. Mann, ich kann doch nicht... Das würde aber möglich sein, dieses Ding zu reparieren. Gegenstand herstellen. Steinspitzhacke. Warte mal. Holzwerkbank. Simple Eisenwerkbank, die stellen wir mal her. Und dieses Schutzding stellen wir auch mal her. So, die platzieren wir jetzt einfach mal außen. Oh ja, die ist auch wirklich sehr groß. Okay, das Ding. Keine Ahnung. Die Hütte ist einfach zu klein. So, setzen wir mal hier hin. Was kann ich hier machen? Lehm. Gartensitzbank. Achso, okay. Das ist also auch... Öffentliche heiße Quelle. Das ist also auch alles nur für die Optik. Eisenmöbelwerkstatt. Okay. Ach, das ist dann quasi die verbesserte Stufe von dem. Okay. Gut, hatten wir nicht noch Eisen und so weiter? Ansonsten wäre erstmal ein bisschen was braten. So, Holz wieder rein. Ja, keine Ahnung, wir fangen einfach mal mit dem an. Achso, wir haben auch gar nichts anderes. Okay, natürlich ärgerlich. So, Essen kann ich leider nicht herstellen, hier fehlt mir der Nektar. So, wir sortieren erstmal ein bisschen aus. Steine, tata. Monsterfleisch haben wir schon. Die Pilze packe ich mal hier rein. Weiche Organe. Plus 10 Hunger übrigens. So, Munition, Munition. Die Blume können wir da oben reinpacken. Knochen weiß ich nicht für was. Wolle brauchen wir später. Apfelsamen brauche ich. Nehmen wir nochmal Äpfel. Eichelsamen können wir auch anpflanzen.
Und wie gesagt, die Blume packen wir mal hier oben in den Dings rein. So, dann bauen wir nochmal ganz kurz hier neu an. Wo waren die Apfelsamen? Ja. Okay, haben wir. Sehr schön. So, ich baue mir jetzt doch nochmal eine neue Spitzhacke. Steinspitzhacke. Stein und Holz. Achso, Holz habe ich jetzt gerade nicht mehr am Start. Kann ich hier nicht einen gewissen Teil nehmen? Ja. 15. Die Dinger brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen eigentlich. Die können wir erstmal ablegen. Das wird durchgebraten. Warte, wir nehmen uns mal hier ein Stack raus. Oder 15. Das kann dann erstmal weiter durchbraten, aber ich mache mir ganz kurz eine Steinspitzhacke. What the fuck ist denn... Okay. Kann man die einfach irgendwo hinschmeißen? So, jetzt müsste sie auch weg sein, ne? Rucksack sortieren, Hotbar freigeben. Nee, alles gut. Oh, shit. Hallo, Hundi. Sehr schön. Monsterhaut, Monsterfleisch. Dann benutzen wir mal kurz den Teleporter, würde ich sagen. Machen wir noch ganz kurz den Hund kalt. Hallo. Monsterhaut, Monsterfleisch. Super. Teleporter, fünfte Dimension. Ich bin ein wenig aufgeregt. Hallo! Pack meine Waffe weg, ne? Grüß Gott! Hm? Wer bist du? Entschuldigung, MW69 hat mich gebeten herzukommen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin vorhin erst aus einer Kapsel aufgewacht. Wo ist Danny? Hast du sie gesehen? Wieso hast du ihre Schlüsselkarte? Danny wurde von Mekko gekidnappt. WM69 hat mir die Schlüsselkarte gegeben. Er sagte, ich könnte mit dir handeln. Es ist 4 Jahre her, dass Danny mir das letzte Mal Materialien gebracht hat. Ich wusste, dass ihr irgendetwas zugestoßen ist. Mekko wird sie nicht am Leben lassen. Wie wär's damit? Du nimmst Dannys Platz ein und hilfst mir, Materialien zu sammeln. Ich baue ein Raumschiff und brauche jede Menge Zeug. Im Gegenzug, wenn das Raumschiff fertig ist, hole ich dich von deinem Planeten runter. WM69 sagt, er wird auf Danny an Ort und Stelle warten. Lass mich ihn überreden, uns zu helfen. Achso, das habe ich gesagt, okay. Neben ein paar einfachen Reparaturen ist da nicht viel zu machen und er hat Systemfehler überall. Hätte Danny mich nicht aufgehalten, dann hätte ich ihn schon längst zerlegt. Für mich ist er nur ein Haufen Schrott mit eventuell ein paar nützlichen Teilen dazwischen. Nicht mehr. Ihr seid keine Freunde? Freunde? Er ist eine von Mekkos Waffen. Feinde, hast du eine Ahnung, wie viele Menschen sie abgeschlachtet haben? Danny und ich haben uns oft genug wegen WM69 gestritten und ich hielt ihn immer für ein seriöses Sicherheitsrisiko. Aber er... Nein, du bist gerade erst aufgewacht. Es gibt eine Menge Dinge, über die du noch nichts weißt. Dieser Planet ist sehr gefährlich und sogar dieser Ort ist nicht absolut sicher. Mekko wird diesen Ort früher oder später finden. Im Moment, das Wichtigste ist, es so schnell wie möglich das Raumschiff fertig zu machen, um hier abzuhauen. Ich kann dich mitnehmen. Sieh zu, dass du was getan kriegst. Übrigens, auf dem Tisch liegen ein paar Vorräte. Du kannst sie kaufen, falls du sie brauchst. Falls du was hast, was ich gebrauchen kann, kaufe ich sie dir auch ab. Okay, Vorräte verkaufen. Gegrillte Pilze, 3 Stück, ein... Ja, okay. Brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Replikant, Genmodul. Ach du heilige Scheiße, was? Okay, verstehe ich nicht. Das kann die alles nicht herstellen. Alter, was sind das für Dinger? Kann verkauft oder benutzt werden. Okay. Hier kann man schlafen. Leichte Rüstung, 350. Kann ich mir alles nicht leisten. Rifterstein. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Nee. Okay. Gut, dann danke ich dir.
dann haben wir das auch mal gesehen. Unbewohnte Insel, da will ich nicht hin. Basis. Dann haben wir uns das auch einmal angeschaut. Kann ich ihn eigentlich reparieren? Also er scheint ja auch von dieser Mekko-Welt zu sein. Repariere einfach. Kosten 6. Okay. Nee, das lohnt sich nicht. Also nicht für diese Billo-Sachen. Das können wir uns klemmen. Okay, gut. Dann Tür zu. Einfache Möbel. Ich muss unbedingt Eisen finden. Quatsch. Alter, Holz werden wir sehr, sehr viel brauchen. Eisen, 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 Eisen. Ja. Werden wir brauchen. So, 4 a.m. Ich hätte aber wirklich gerne das hier, die Eisenmöbelwerkstatt. Nee, die hätte ich nicht gerne, sondern ich hätte gerne den Eisenamboss. Da kann ich mir, glaube ich, Waffen herstellen. So, ganz kurz. Was soll ich herstellen? Ein Schmelzofen? Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ich den einfach abbaue und neu setze. Nein, zählt nicht. Scheiße. Stelle einen Schmelzofen an einer simplen Werkbank her. Ja gut, wir können auch einen zweiten setzen. Das ist jetzt auch nicht so wild. So, dann haben wir einfach zwei. Stelle... Okay, züchte einmalig irgendein Tier. Tiere können im Dorf erworben werden. Where the heck ist denn ein Dorf? Füttere sie und werde sie... Finde das infizierte Dorf an der Oberfläche und besiege einmal den mutierten Parasitor. Scheiße, Alter, wo soll denn das sein? Stelle an einer Metallwerkbank einen Amboss aus einem beliebigen Material her. Ach, ich kann beliebige Materialien nehmen? Warte mal. Oh. Oh, ist kaputt gemacht. Beliebiges Material, sagt er. Ach, wenn wir irgendwas essen. Kann ich den auch aus Kupfer herstellen? Okay, das geht nicht. Futtertrog. Brauchen wir später für Tiere? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich Tiere bekomme. Werden wir aber rausfinden. Okay, kann ich hier noch was zu essen herstellen? Achso, warte mal, stopp. Ich sollte mein Inventar tatsächlich erstmal doch mitnehmen. Außer hier die Dinger, die brauche ich tatsächlich überhaupt nicht. Den Rest behalte ich erstmal an der Frau, nicht am Mann. So, dann braten wir uns mal ganz kurz ein bisschen Fleisch. Und die Pilze würde ich noch mitnehmen. Also, wir müssen noch eine Angelrute herstellen. Wie auch immer das geht. 12, Alter, ein Hunger. Okay, Pilze sind halt relativ schnell zu finden, ne? Das ist der einzige Vorteil. So, wir rüsten uns nochmal kurz ein bisschen mit Essen aus. 73% haben wir jetzt. Okay, haben wir. Gut, dann machen wir Schluss. Sehen uns morgen wieder. Halt, hier ist noch irgendwas. Okay, das können wir uns mal später durchlesen. Und dann werden wir weiterziehen. Ich muss unbedingt Eisen finden. Das ist meine Aufgabe Nummer 1. Ich hoffe, dass wir das morgen hinkriegen, sodass wir den Amboss herstellen können. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch bessere Waffen. Aber eins nach dem anderen. Herzlichen Dank erstmal und bis morgen. Haut rein.